Hallöchen zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Elder Scrolls Online. Ja, wir haben gestern oder vorgestern oder wann auch immer die letzte Folge kam, beim Handwerk eine Sache vergessen, die ich jetzt gerne einfach noch der Vollständigkeit halber zeigen möchte. Und zwar geht es dabei ums Schreinern. Das hatte ich vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dabei ist das hier für unsere Bogentante sehr wichtig. Denn wir haben hier die Schreinerbank und können unter anderem Holz verarbeiten, um dann hier Bögen zu machen und Stäbe, Froststäbe und Blitzstäbe und sowas alles für den Zauberer und für den Heiler, den Wiederherstellungsstab, also für den Templer oder für den Zauberer hier solche Stäbe und für den Heiler, wie gesagt, hier den Wiederherstellungsstab und für uns hier als Bogenschütze natürlich Bögen. Da sollten wir vielleicht ein bisschen Wert drauf legen, dass wir hier immer schön ein bisschen Holz sammeln. Wir könnten natürlich auch verwerten, wenn wir etwas hätten, oder wir könnten auch aufwerten, wenn wir etwas hätten. Und auch hier könnten wir wieder analysieren. Ist aber hier gerade nicht der Fall, weil wir haben nichts. Schilde können wir auch machen. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Holz zu tun hat, könnte man hier in dieser oder bei dieser Schreinerbank machen. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal der Vollständigkeit halber zeigen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht schon wieder so eine lange Handwerkerfolge werden. Nein, wir machen jetzt hier wieder ein bisschen mehr Action und sprechen mit Berater Norion, ja, die oder der vielmehr. Wartet ja schon auf uns, wobei ich glaube, der weiß gar nicht, dass wir auf dem Weg sind. Aber wir können hier mal unsere Rotte holen. Und ab dafür. So. Und hier rechts hätten wir noch irgendwo eine Aufgabe. Aber ich mag das nicht, so viele auf einmal anzunehmen. Deswegen machen wir jetzt erstmal die eine hier fertig. Und dazu müssen wir zu dem ausgefüllten Pfeil. Ja, und da steht er nämlich schon, der Berater Norion. Ich bleib mal auf meinem Pferd sitzen, ganz unhöflich. Guten Tag. Ich bin beschäftigt. Fort mit euch. Na, der ist ja sehr freundlich. Ich soll euch sagen, dass Wachthauptmann Astania mich schickt. Ah, wenn das so ist, kommt ihr genau richtig. Mein Diener hat einen Einbrecher in dieses Lagerhaus verfolgt. Der unwissende Schuft hat die Einsatzpläne der Seesoldaten für die anstehende Rede der Königin gestohlen. Warum würde ein Einbrecher so etwas stehlen? Nun, woher soll ich das wissen? Ich bin kein Einbrecher. Jedenfalls können wir nicht zulassen, dass er mit diesen Plänen entkommt. Sie könnten verwendet werden, um die Sicherheit der Königin zu gefährden. Und das wollen wir ja nicht. Dann schaue ich es mir mal an. So, findet die Einsatzpläne. Und da werden wir gleich hier reingelotst. Einfach mal schön mit dem Pferd vor die Tür. Oh. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Manchmal ist das nämlich ein bisschen buggy. Da, jetzt geht's aber. Ich musste vielleicht hier in die kleine Tür. Da war ich schon wieder hier Bitte, zu schnell. Ich habe doch getan, was ihr wolltet. Ja, das habt ihr. Oh. Oh. Kann ich ihn angreifen? Nee, kann ich nicht. Wo ist er denn? Na toll, jetzt konnten wir dem nicht helfen. Der arme Bandit. So, Einsatzpläne. So, die nehmen wir. So, ich hätte jetzt gedacht, die liest da drin ein bisschen, aber offensichtlich nicht. Aber das geht sie auch eigentlich überhaupt nichts an. Gehen wir hier ganz schnell wieder raus und können das dem Berater erzählen. Mann, diese Türen sind so ätzend. So, hallo Berater. Nun, habt ihr die Pläne gefunden? Ich habe sie gefunden, aber der Einbrecher war bereits tot. Oh, wie schade. Behaltet die Pläne. Ihr könnt sie dem Hauptmann geben, wenn ihr sie das nächste Mal seht. In der Zwischenzeit muss ich mich um die Königin kümmern. Macht ihr euch keine Sorgen wegen des toten Einbrechers? Ich bin mir sicher, dass das nur so eine Fehde unter Verbrechern ist. Nun denn, falls ihr noch andere Aufgaben habt, solltet ihr euch jetzt um sie kümmern. Ich bin hier, um Verwalterin Eminwe zu helfen. Wisst ihr, wo sie ist? Sehe ich aus wie der Gehilfe einer Verwalterin? Haltet ihr mich etwa für einen Gemeinen? Nein, aber ja, ich weiß zufällig, wo sie ist. Im östlichen Lagerhaus. Ein kleines Stück nördlich der Docks. Ihr könnt jetzt gehen. Danke, schätze ich mal, ja. Ach, ein widerlicher Typ. Das kann ich, glaube ich, mal ganz getrost so sagen. Okay, jetzt sollen wir also mit der anderen sprechen. Ja, wir hätten uns auch anders entscheiden können. Erst zu ihr gehen, dann zu ihm gehen. Spielt absolut keine Rolle, was man zuerst macht. Einfach, ja, ich weiß nicht, warum man das entscheiden kann, aber... Keine Ahnung, vielleicht um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, einfach mal was entschieden zu haben. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht helfen kann. Ich bin sehr beschäftigt und es gibt viel zu tun.
Ich soll euch sagen, dass Wachthauptmann Astania mich schickt. Oh, na schön. In Ordnung. Wo war ich? Richtig, die Vorräte. Zwei meiner Köche sind tödlich erkrankt. Mitten in den Vorbereitungen für das Festmahl der Königin. Ich vermute Sabotage. Ich möchte mich vergewissern, dass all unsere Nahrungsvorräte sicher sind. Ihr scheint etwas aufgeregt zu sein. Was soll ich für euch tun? Ich bin nicht aufgeregt. Ganz und gar nicht. Ich werde die Vorräte hier untersuchen. Ihr geht ins Lagerhaus nebenan. Stellt sicher, dass alles frisch und nichts fehl am Platz ist. Ich gehe für euch nachschauen. Ja, irgendwie verhalten die sich ja alle äußerst merkwürdig, wie ich finde. Also, die war ja jetzt irgendwie doch so ein bisschen hektisch gewesen. Und wow, was ist denn hier los? Grüße. Was? Ach, Grüße. Ja, du mich auch. Oh, komme ich da oben dran? Ah, Kiste durchsuchen. Vergiftetes Fleisch. Ah ja, eine Scheibe Pökelfleisch von den Docks in Vulkelwacht. Wenn man vorsichtig an ihr riecht, nimmt man einen seltsamen Geruch wahr. Okay, das war's schon. Alles klar, okay, man hätte jetzt offensichtlich hier auch noch die ganzen anderen Dinger durchsuchen können. Oder was heißt offensichtlich? Ich weiß ja, dass es so ist. Beim letzten Mal habe ich auch tatsächlich alles durchsucht, bis ich dann an das vergiftete Fleisch kam. Entweder das war jetzt Zufall, dass wir das da gleich direkt gefunden haben, oder es ist immer an dieser Stelle, das weiß ich jetzt nicht. Aber normalerweise hätte man halt hier noch die ganzen anderen Sachen durchwühlen können. So, jetzt läuft da hinten wieder einer rum. Hallo. Den können wir eh nicht angreifen. Ich glaube, der kommt dann später erst wirklich zum Einsatz, wenn überhaupt. So, guten Tag. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe etwas Pökelfleisch gefunden. Ich denke, es wurde vergiftet. Den Stern sei Dank. Ihr habt das Problem gefunden. Behaltet es. Der Hauptmann wird es sehen wollen. Warum sollte jemand einen Koch vergiften wollen? Ich bin sicher, das war eine Art Test, um zu sehen, ob man etwas Gefährliches an unserer Sicherheit vorbeischmuggeln kann. Zum Glück wart ihr im Dienst. Ich werde die Beweise an den Hauptmann weitergeben, sobald ich sie sehe. Ja, sprecht mit Hauptmann Astania, da können wir auch gleich wieder zu ihr zurückkehren. So, wo ist die gute Frau? Die steht offensichtlich hier unten. Ah, das ist prima, dass die sich auch ein bisschen bewegen, die NPCs. Sagt mir, was ihr gefunden habt. Ja, ich habe hier diese... Gut, gut, hört zu. Ich drangsaliere euch wirklich nur ungern, aber ich habe noch eine Aufgabe für euch. Heldil, einer meiner Männer, hat hier in der Nähe einen Ganoven in die Enge getrieben. Wir müssen mit diesem niederen Gesindel sprechen. Und was hat er getan? Wir haben keine Zeit für lange Unterhaltungen. Er ist in eine Verschwörung gegen die Königin verstrickt. Mehr kann ich nicht sagen. Wir brauchen jemanden wie euch, um an ihn heranzukommen. Er weigert sich, mit einem Mitglied der Wache zu sprechen. Möchtet ihr diesen Beweis, den ich gefunden habe? Das kann alles warten. Heldil ist hier die Treppen hoch, bei dem Haus dort rechts. Geht schon. Und vergesst nicht, ihr steht in Diensten der Königin. Für die Königin. So sieht es aus. Okay, wir sollen jetzt hier die Treppe rauf und dann rechts am Haus. Ist das hier richtig? Bin ich hier richtig? Nee, nicht ganz, ne? Noch ein Stückchen weiter offensichtlich. Ach, da steht er ja. Hallo. Ihr seht nach Ärger aus. Ich? Bedeutet ihr Ärger? Oder der? Der bestimmt, nicht ich. Tretet bitte zurück. Wir haben hier ein Problem. Euer Hauptmann schickt mich. Sie meinte, ihr bräuchtet Hilfe. Ah, Hilfe vom Hauptmann. Hervorragend. Wir haben da drin einen gefährlichen Mäher in die Enge getrieben. Er wird von der Krone gesucht, hat wertvolle Informationen und droht jedes Mal, sich selbst zu töten, wenn wir uns der Tür nur nähern. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich brauche ihn lebend. Geht einfach nur da hinein und bringt ihn zum Reden. Hört nicht darauf, was er sagt. Er ist halb verrückt. Wir kommen danach, sobald er ihn zum Reden bringt. Verstanden? Verstanden. Okay, sprecht mit dem Verdächtigen an der Tür. Alles klar, dann gehen wir mal hier hin. So. Klopf, klopf. Bleib weg. Noch einen Schritt weiter und ich schneide mir die Kehle durch. Ich gehöre nicht zu den Wachen. Ich möchte nur reden. Warum sollte ich euch vertrauen? Wollt ihr wirklich sterben? Ich bin hier eure einzige Hoffnung. Schön, schön. Aber macht ja keine Dummheiten. Kommt hier rein. Gut, dann gehen wir mal rein. So, wieder öffnen. Den haben wir aber schnell überzeugt. Oh. Der hat da seine Klingen in der Hand. Ihr seid keine Wache. Den Sternen sei Dank. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Zeit? Wovon redet ihr? Sie kommen.
Ich weiß, dass ihr nur eine Ablenkung seid. Hört genau zu. Hauptmann Astania ist korrupt. Sie gehört einer Gruppe an, die sich das Schleiererbe nennt. Das was? Das Schleiererbe. Sie planen ein Attentat auf die Königin im Tempel. Sie haben Mitglieder des königlichen Stabs bestochen, damit die Rede hier gehalten wird, wo sie den Hauptmann in der Tasche haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Nein. Nur das, was ich gesehen und gehört habe. Bitte, ihr müsst die Königin warnen. Sie schwebt in ernster Gefahr und die Wachen hier... Oh nein. Was stimmt nicht? Gut gemacht, Bürger. Verräter. Abschaum. Haltet die Klappe. Ihr seid verhaftet. Mein Leben steht ganz und gar im Dienst der Königin. Aber sicher doch. Faritale? Mit Vergnügen. Okay, was haben die da jetzt gerade getan? Keine Ahnung, wir müssen jetzt auf jeden Fall mit dem reden. Gute Arbeit. Was werdet ihr mit ihm machen? Keine Sorge. Er wird eine gerechte Behandlung erfahren. Unser Hauptmann ist immer sehr gerecht in ihren Urteilen. Ich schätze, ihr solltet ihr besser Meldung machen. Gute Entscheidung. Wir sorgen dafür, dass dieser Mann in eine Zelle gebracht wird. Natürlich mit dem gebotenen Respekt. Ja. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ihr seid so kaltblütig wie die Schuppen Aureels. Viel Glück mit dem Hauptmann. Wisst ihr, wo ich den Hauptmann finden kann? Sie hat eine Nachricht geschickt. Sie hat sich aufgemacht, die Königin zu beschützen. Sie ist dann wohl im Herrenhaus. Mögen nun die Sterne eure Schritte lenken. Ja, ja. Deine auch. Gut. Ja, jetzt wird der Herr hier wahrscheinlich irgendwie irgendwohin abgeführt. Und der wird offensichtlich jetzt festgenommen. Obwohl er ja, der Königin eigentlich helfen möchte. Aber das möchten die anderen ja offensichtlich auch. Also, wem man jetzt vertraut, das ist, die Sache eines jeden, würde ich mal sagen. Und teilweise nicht ganz einfach herauszufinden. Wobei ich sagen muss, dass es hier noch relativ durchsichtig ist, wie ich finde. Aber es gibt andere Aufgaben, da ist es ein bisschen schwieriger. Und jetzt müssen wir den Hauptmann wiederfinden. Und dazu rufe ich jetzt mal nicht unbedingt mein Pferdchen. So. Die ist nämlich gleich hier vorne an dem Herrenhaus dort, wo wir dann auch immer unsere Bank finden. So, ach wie süß. Ich muss mit euch reden. Da ist sie ja. So. Ah, meine Botengängerin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ich möchte euch über... Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen des Verdachts eines geplanten Königsmordes. Wovon sprecht ihr? Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Tja, und damit bleibt uns nichts anderes übrig, als lebt wohl zu sagen. Tja. Und schwupps, befinden wir uns im Knast. So schnell kann es gehen, in einer Zelle, ja, was ja irgendwie ziemlich Elder Scrolls typisch ist, dass man irgendwie ständig in der Zelle ist. Tja, und hier haben wir den guten Herrn, der uns gewarnt hat, der gesagt hat, dass Hauptmann Astania etwas plant gegen die Königin und gar nicht für die Königin ist. Und ja, jetzt haben wir das Fleisch natürlich angefasst und diese Pläne, die wir als Beweise bringen sollten. Und deswegen wurden wir verdächtigt. Und guckt mal, wer da vor der Tür steht. Ras muss es zugeben. Selbst er dachte nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden. Wie geht es euch, meine Freunde? Schrecklich. Ras, was macht ihr hier? Er ist hier, um zu helfen. Wie immer. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass euer neuer Freund Phasion tot hinter euch am Boden liegt. Ras kannte Phasion gut, doch das dachte er auch von Astania. Was ist mit ihm passiert? Der Hauptmann ist ihm passiert. Phasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Phasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Phasion jetzt tot. Werdet ihr mich hier rauslassen? Ihr werdet bald frei sein. Doch wie schon auf der Insel muss Ras um eure Hilfe bitten.
Ihr müsst die Königin und ihren Schlachtenvogt warnen. Der Hauptmann wird versuchen, die Königin im Tempel zu ermorden. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herren. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Und sie bringt euch auf den richtigen Weg. Na gut, dann machen wir das mal. Er öffnet jetzt unsere Zelle. Wart auf, meine Freundin. Wart auf. Ja, vielen herzlichen Dank. Natürlich müssen wir die Tür hier auch wieder öffnen. Und da sind wir draußen. Wunderbar. Ja, hier liegen ein paar erschlagene Wachen. Keine Ahnung, ob er das war. Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen. Was kann Ra's euch erzählen? Wie habt ihr mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdas neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnt ihr die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Wenn Rasumda sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ihr hingegen, ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Das ergibt Sinn, ja. Naja, mehr oder weniger, ne? Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann? Also arbeitet ihr für die Königin? Ja, so wie Phasion. Er hat euch nicht belogen. Wir sind die Augen der Königin. Wir sind nur wenige und wir halten uns an die Scharten. Doch wir haben die Ehre, zu den getreuesten Agenten der Königin zu gehören. Ja, das erzählt er hier auch einfach so unten in irgendwelchen Verliesen, wo noch ganz viele andere Gefangene und Schwerverbrecher drin sind. Aber okay, den getreuesten Agenten, was ist mit den ersten Auridon-Seesoldaten? Der Schlachtenvogt ist von unerschütterlicher Treue. Er glaubt, seine Seesoldaten wären nicht anfällig für das zersetzende Gift des Verrats. Wie neu geschmiedete Stahlklingen. Aber Rasumda weiß besser als die meisten, wie schnell sich Rost bildet. Warum habt ihr mir das nicht eher erzählt? Lauft ihr immer so durch die Gegend und vertraut Fremden eure dunklen Geheimnisse an? Oh nein. Ras weiß, dass ihr wisst, wie man ein Geheimnis bewahrt. Der Dienst von diesem an der Königin ist eine Ehre und ein Privileg. Doch es ist nichts, womit man in Inselkneipen angibt. Ein sehr, sehr weiser Katzenmann. Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten. Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Na gut, lebt mal wohl. Ja, jetzt sollen wir uns, schleicht euch an den Wachen des Herrenhauses vorbei. Genau, sprecht auf dem Markt mit Eshaba. Mal gerade gucken, ob wir hier noch irgendwie ein paar Leutchen. Ach nee, hier ist gar keiner drin. Guck mal an. Können wir hier was mitnehmen, wenn wir hier schon mal unten sind? Obwohl, was soll denn so einem Verlies schon großartig sein, ne? Ja, schade, dass da keine Leute drin sind. Würde ich ja ein bisschen authentischer finden. Aber, na gut, vielleicht gibt es hier einfach keine Schwerverbrecher. Oder Ra's hat alle befreit. Wer weiß. So, vielleicht ist das einfach eine ganz friedliche, kleine, süße Stadt. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo wir drinnen sind. Kommen wir jetzt endlich da wieder rein? Ja, in die Zellen könnten wir theoretisch wieder rein, aber wer möchte da freiwillig schon hingehen? Ich sicherlich nicht mehr, nachdem ich jetzt schon zum zweiten Mal in einer Zelle aufgewacht bin. Ja, gleich am Anfang und jetzt auf einmal wurde ich schon wieder eingesperrt. Und das bleibt mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal. Finde ich aber eine ganz coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man hier auch mal als Held, den man ja grundsätzlich in solchen Spielen spielt, auch mal ja auf die Nase fällt und dann tatsächlich ja mal im Knast landet oder verdächtigt wird, irgendetwas zu machen oder getan zu haben, was eigentlich gar nicht stimmt und so weiter und so fort. Finde ich eine coole Sache. Es ist halt nicht so dieses typische Friede, Freude, Eierkuchen, wir retten die Welt und wir streicheln alle Tiere und alle mögen uns, sondern halt auch so ein bisschen ja
Verrat, ne? Korrupt sein und was nicht alles. Finde ich, wie gesagt, ganz nett gemacht. So, wenn wir jetzt hier hingehen, dann wird die gute Frau uns nicht vorbeilassen. Nur Autorisierte. Seht ihr? Jetzt kommen wir nicht mehr da rein. Und selbst wenn wir uns jetzt hier tatsächlich versuchen vorbeizuschleichen, indem wir uns jetzt hier in den Schleichenmodus begeben, werden wir von ihr gleich gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Keine Außenseiter erlaubt. Jawohl. Also da kommen wir nicht weiter. Das klappte so hinten und vorne nicht. Und fragt mich jetzt nicht, wie ich es damals geschafft habe, wieder da in die Stadt zu kommen. Ich glaube, ich bin hier hinten irgendwo lang gelatscht. Was bist du denn hier für ein Hello. Typ? Ach so. Auge der Königin. Bist du Ras? Nein, du bist nicht Ras. Du bist einfach nur irgend so ein komischer Typ. So, ich bin hier hinten irgendwo lang gehoppelt. Und man muss hier ganz doll aufpassen, denn ich habe ja schon ganz oft im Chat gelesen, dass ganz viele Leute hier feststeckt mit ihrem Charakter und nicht wieder rauskam. So, und dann bin ich irgendwo da oben entlang und habe mich dann über die Mauern gestohlen und bin da irgendwo hier an der Mauer entlang. Und bin dann da an der Mauer, die da hinten meine ich. Und bin dann irgendwo an irgendeinem gewissen Punkt wieder in die Stadt reingehüpft. Finde ich einfach auch eine total geile Idee, dass man sich jetzt hier irgendwie so einen Weg bahnen muss, um wieder in die Stadt zu kommen, weil halt an jedem Ein- bzw. Ausgang die Wachen stehen. So, und jetzt dürften wir schon, wenn ich jetzt hier runterspringe, dürften wir schon drinne sein. Jawohl, und die hier, die tun uns nichts. Hoffe ich. So, da können wir einfach dran vorbeilaufen. Hoppala. So, und jetzt mache ich mal lieber wieder das Schleichen an. Denn ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht vielleicht nochmal irgendwo irgendwelche Wachen sind. Ach, haben wir schon geschafft. Sprecht in der Nähe des Tempels mit Schlachtenvogt Urkelmo, wie auch immer. Der steht da vorne. Das, ihr Lieben, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.